Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder in meinem Bastelzimmer. Mein Name ist Eve van der Ploeg und ich bin unabhängige Demonstratorin bei Stampin' Up. Heute darf ich wieder mitbasteln mit dem Global Monthly Video Hop. Und ich bin ein wenig ehrlich. Das Thema von heute ist Favorite Sweet, übersetzt die Lieblingsproduktreihe. Und ich habe nur ein. So, ist das wohl meine Lieblingsreihe? Muss es wohl sein. zeig's euch gleich. Wir gehen einfach gleich los zum Basteltisch. Da liegt alles schon fertig. Die einzige Produktreihe, die ich komplett besitze, ist also die schönen Seerosenteig. Das ist das mit dem süßen Entchen. Und eigentlich auch nur, weil, wie ihr weißt, ich tue ja so gern Sachen ausschnippeln. Und was eignet sich denn besser als die ganze Entchen da aus dem Designerpapier? Die sind natürlich auch schon gehörig verschnippelt worden. Das könnt ihr da sehen. Schau. Die habe ich natürlich schon wieder ausschnippeln müssen. Also ja, habe ich gedacht, gut, dann mache ich da was mit dem schönen Seerosenteig für diesen Global Monthly Video Hop, weil es ist ja wieder der erste im Monat und am ersten im Monat, da hoppen wir rund um die ganze Welt mit ganz vielen Demos aus verschiedenen Ländern, die bei Stampin' Up sind. Und ganz cool, da kriegt man einfach ganz viele Ideen. Wir haben jeden Monat ein anderes Thema und ich schaffe es leider nicht, jeden Monat mitzumachen, aber ich gebe mein Bestes. Und diesen Monat habe ich es tatsächlich geschafft. Juhu, den Juli. Also im Seerosenteig, ich muss Obacht geben, dass ich nicht Teig sage, statt Teich. Teich, es ist ja ein Teich, kein Teig. Das wäre nicht so fein, Seerosenteig. Am Ententeich ist ein Stempelset und zum Stempelset gehören natürlich auch noch Stanzformen. Ich muss ein bisschen schauen, dass ihr das auch sehen können ohne Reflexion. Und was mir da angezogen hat, um das gleich das ganze Set zu kaufen, ist ja diese runde Stanzform. Das fand ich irgendwie komplett faszinierend. Der kommt ja so sehr, der kommt so raus. Das ist total schön. Finde ich einfach cool. Finde ich ganz cool. Habe ich gleich haben müssen. Und auch schon ein paar Mal verwendet. Da kommen auch noch Schnickischnackis dabei. Die sind so leicht gemustert. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Die sind leicht gemustert mit so einem Crackle-Effekt obendrauf. Also gebastelt habe ich natürlich schon mit den süßen Entchen. Ich habe da. Du bist ein Schatz. Das sind die Stanzformen, die jetzt noch im Ausverkaufsecke sind, um ein Schnäppchen. Und das da, das du bist, das kommt aus den, lass mal kurz schauen, aus diesem Set. Zierelemente Mix, schnelle Sprüche heißen die. Und die sind echt cool, die sind alle schon vorgestanzt. Nichts zum Schnippeln. Alle schon vorgestanzt. Ganz cool. Da sogar so richtig so Schnörkel-Schnörkel-Sprüchle. Da steht ja Wünsche und Glückwünsch und Sorry und dein Tag. Hippie Hurra, Ahoi, alles Gute, Liebe, Einladung. Und von jedem Bogen hat man zwei Stück. Also da hat man immer zweimal gleich ausgeschnitten. Fand ich cool und habe ich gerne bei dieser Karte verwendet. Das war ja eine von unseren 22. From Page 22 Challenge habe ich damit gemacht. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das macht nichts, oder? Ihr habt ja Zeit und sonst könnt ihr vorspülen. In der Hauptkatalog auf Seite 22 gibt es da diese Inspiration Kartendesigns. Und da haben wir am 10. Mai angefangen, jeden Tag nach Vorlage von diesem Design eine Karte gemacht. Und diese Karte hier, das Du bist ein Schatz, das war die allerletzte. Das war der Nummer 22. Die habe ich am 31. Mai gepostet auf mein Instagram. Und das ist diese geworden. Also mit diesen zwei
Eckle, tut mir da ein bisschen schwer mit dem Kamera heute. Wir sind mir nach rechts, ist, dass ich gewöhnt bin. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen schieben. Dann tue ich mir leichter. Ui, aber dann ist es im Bild. Egal. Jetzt. Schau da. Die habe ich da gemacht. Und für am 27. Mai habe ich dann diese gepostet. Das ist auch mit dem Papier aus der Produktreihe. Und diese hier war von der 29. Mai. Auch mit die süße Entchen. Diesmal nicht ausgeschnippelt, sondern einfach so gelassen. Man muss es ja nicht ausschnippeln. Und letzten Samstag beim Kartebuffet to go, da haben wir diese Karte gemacht. Und die schaut ziemlich schlicht aus. Ich habe extra das Sprüchle weggelassen, weil für jeder passt da vielleicht wieder was anderes. Und wenn man den da zieht, das ist hier schon einladend, oder? Der klappt da auf. Also ich fand es mega cool, einfach mal wieder so eine bewegliche Karte zu machen. Da kann man dann natürlich eine Babykarte draus machen oder für die neuen Nachbarn, die dazugezogen sind. Oder keine Ahnung, einfach so für eine liebe Freundin, weil man sie so schätzt. Also ja, das war Seite 22. Aber die Produktreihe, die ich heute verwende, ist auf Seite 45. Und jetzt zeige ich euch das Designerpapier noch. Der ganze Grund, wieso ich es gekauft habe. So. Jetzt, das sind jetzt zwei Packungen. Ja, es ist ein gehöriger Stapel, aber ich habe es fürs Kartebuffet to go, habe ich zwei Packungen gebraucht. Es kommen aber pro Designerpapier immer vier Bogen mit. Und die haben natürlich ein Vor- und ein Hinter. Ich werde sie nachher noch umdrehen, keine Sorgen. Und da haben wir viele so kleine Szenen, ist ganz süß. So, was die Entchen da machen. Da wieder ein Mami mit Babys. Da haben wir einfach ganz viele auf einmal. Super zum Schnibbeln, aber auch zum einfach so lassen natürlich. Dann gehen wir hier weiter. Wir haben noch Koi-Körper. Die sind auch voll cool. Und die Farben, das sind ja die Incolor-Farben. Ich habe leider hier, die sind nicht so farbgetreu, die Kamera, als dass sie wirklich sind. Das Rosa ist wirklich noch ein bisschen peppiger, ein bisschen knalliger und auch das Orange ist ein bisschen knalliger. Ich kann das leider nicht ändern, dass da die Kamera toller mitmacht. Ich habe sie schon der Kontrast ein bisschen raufgedreht, aber es geht nicht. Ich bin auch in echt nicht so blass. Ich kann es nicht ändern. Also der süße Frosch und hier oben im Eck noch ein Koi haben wir auch noch. So, jetzt machen wir mal einen zweiten Stapel. Da habe ich geplatzt, Mehl. Da haben wir noch mehr süße Entchen und wie ihr seht, die haben wir ja fürs Kartebuffet to go, habe ich die gebraucht. Die süße Entchen für unsere Karte. Da haben wir noch so weißes Papier. Ich finde es so putzig, wie dieses Mädel hier schaut, oder? Ja, so ganz süß. Hallo. Sie so, was willst du? Was willst du von mir? Ist nur meine Interpretation. Und dann haben wir hier noch so Maisfelder. Finde ich auch noch cool. Warte mal, war schon. Maisfelder. Und dann haben wir hier noch mehr süße Einzelhändchen, die man gut schnippeln kann. Und dann haben wir noch hier so ganz peppig und also es ist echt schön in echt. Es tut mir leid. Der Kamera will nicht. Der will heute einfach nicht. Weiß nicht, vielleicht muss ich doch Farbton. Na, das hilft auch nicht. Das ist schon so am echtesten. Ja, oder? Hey, egal. Und dann die. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite haben wir noch andere Farben. Die sind gleich. Warte mal. Da hat sich eine dort zwischengeschmuggelt. Haben wir diese Farbe hier. Und diese Farbe. Und die sind natürlich super für Hintergründe auch. Und habe ich mir gedacht, wie der Titel von diesem Video schon verratet,
Ich habe gedacht, warte mal, warte mal, warte mal. Da sind ja Grautöne auch noch dabei. Passend zu meinem Shirt heute. Grautöne sind auch noch dabei. Das ist so grau meliert. Dann haben wir da noch mit so kleine Pfeilchen oder Strichle. Und dann haben wir da noch kleine Libelle sind es, glaube ich. Voll süß. Da kann man doch auch eine Trauerkarte damit machen. Jetzt ist das Set natürlich so bunt und peppig und knallig, wie es nur sein kann. Aber man kann es auch für andere Anlässe verwenden. Und das möchte ich euch heute zeigen. Weil, was ich vor allem liebe an Stempelsets und Standsets und Produktreihe und so weiter, ist, wenn es vielseitig ist, wenn man ganz viel damit machen kann. Es ist einfach das Allerbeste. Dann fangen wir da mal an. Ich möchte da aus Schwarz ein Stückchen haben, was 10 cm breit ist. Und dann machen wir sie gleich 14,35. Mein Büro liegt bombenvoll, weil es ist zwar für euch schon Juli und Mittwoch, aber für mich ist es noch Juni und das Kartenbuffet Go ist für mich jetzt die Hirten noch in die Zukunft. Für euch ist schon hinter euch und ihr könnt schon in mein YouTube schauen, weil da habe ich natürlich das Video schon hochgeladen und da könnt ihr schon schauen. Aber ich, jetzt in diesem Video, habe es leider noch nicht hinter mich. Also leider, was heißt dann leider? Ich finde ja das Kartenbuffet ganz toll zu machen. Jetzt muss ich kurz aufstehen, damit ich da gut kurbeln kann. Ui, da liegt noch auf Stand prägen. Wo ist die Platte? Da fehlt einer. Da fehlt einer. Wir haben da die Nummer, also zum Aufstand, das sage ich euch nochmal kurz, brauchen wir die Platte 1, dann brauchen wir die Platte 2 darüber, die ist ein bisschen dünner. Bei mir schaut alles schon ziemlich benutzt aus, gell? Weil ich ja, wie ihr weißt, ganz gerne und ganz viel bastel. Und da kommen dann die Platte 3 noch oben drauf. Und die sind durchsichtig. Vorbild. Und das finde ich echt cool, weil da wird nämlich nur die Mitte rausgestanzt. Hoppla, nicht so schnell. Nur die Mitte rausgestanzt. Und der Rest kann man einfach so verwenden. Ich habe sie natürlich in Schwarz gemacht, weil es ist ja eine Trauerkarte und da möchte man beim Schwarz bleiben. Schwarzen Thema. So. Und dann. Dann habe ich hier ein Stückchen Libellepapier, aber weil das zu blass ist, so wie ich heute im Video, möchte ich da noch ein bisschen Farbe drüber machen. Jetzt brauche ich ein Klecksblatt. Muss ich neu nehmen, weil ich habe keine mehr. Klecksblatt. Die sind voll cool übrigens. Die Bogen von Stampin' Up, die kann man auch als Kunde bestellen. Das sind nämlich auf der einen Seite in Zoll die Maße drauf und auf der anderen Seite in Zentimeter. Und ich nehme die voll gern auch zum Büchsel, ah, das sieht man eh dort, den habe ich schon verwendet, zum Büchsel ausrechnen, wie groß der werden soll und damit es dann auch noch klappt. Also da nehme ich sehr gerne diesen Bastelunterlager. So, jetzt brauche ich ein Gelb. Wie gesagt, hier steht alles bombevoll. Was machen wir denn da für ein Gelb? Osterglocke? Oder Hummel? Na, habe ich kein Mango?
Ich habe im Moment kein Mango, also nehme ich Hummelgelb. Ist zwar, glaube ich, schon eine altere Farbe, aber ist eher ähnlich an Curry als das andere. Und ein bisschen wärmer. So, jetzt muss ich das da hinlegen, damit ihr was sehen könnt. Jetzt tun wir da ein bisschen Gelb. Und da fange ich hier an und mache da in der Mitte ein wenig Gelb drauf. Jetzt möchte man es nicht zu dunkel haben, weil es ist und bleibt eine Trauerkarte. Und wir möchten das natürlich schon ein wenig schlicht lassen. Jetzt möchte ich da aber mit dem Brombeer, jetzt schaue ich groß, weil ich habe da einen Pinsel, die ist blau, einen Pinsel, die ist weiß. Wo ist der Brombeer hin? Nehme ich den da. Der geht auch in die Richtung. Und dann nehmen wir wieder ganz wenig. Ich tue hier jetzt abtupfle, damit nicht zu viel Farben da drauf sind. Jetzt fange ich da wieder auf die Seite an und fahre dann um meinen gelben Klecks herum. Da war noch ein bisschen blau drinnen, seht ihr das? Ist egal. Jetzt war das ein bisschen zu früh. Viel. Jetzt nehme ich da ein bisschen Gelb noch. Da habe ich mein Gelb ein bisschen ausgewischt. Das wollte ich nicht. Dann nehme ich dann Farbengrün. Und natürlich meinen blauigen Pinsel, damit die Farben nicht durcheinander kommen. Man kann diese ganz locker, kann man die auswaschen. Und witzig ist, meine Kinder haben die Sonnencreme überhaupt nicht gern. Wenn die Mama kommt mit der Sonnencreme, dann kriegt man da so diesen Stephen Irving-Gefühle dabei, wenn man mit einem Alligator da am Wrestling ist. Man sieht manchmal solche Memes ins Internet und da, ja, das verstehe ich sehr gut. So geht es bei uns auch. Und vor ein paar Jahren habe ich wo diesen Pinsel rausgekommen sind, habe ich doch gedacht, wo ich noch so ganz neu natürlich hatte, ohne Farbe, da habe ich gedacht, hey, vielleicht funktioniert was. Und dann habe ich die Sonnencreme auf so einen neuen getan und bin da. Die Kinder haben dann das Gesicht so selber schmieren können, ganz spannend. Mittlerweile nehmen wir da einfach ein Make-up-Schwämmler. Das tun sie ganz gern. Also, schaut her. Jetzt haben wir da ein bisschen Farbe. Sie ist zwar ein wenig schief geworden. Ich glaube, ich brauche noch mehr Brombeer. Sie ist mir zu schief. Wegen diesen einen Wegsacker da auf der Seite ist sie mir da schief geworden. Muss man da das Gelbe ein bisschen kleiner machen in dem Fall. Immer noch schief, aber weniger. Ist ja von Hand gemacht. Darf ja ein wenig schief sein. Und das möchte ich jetzt hier hinten haben. Zuerst. Weil wieso liegt hier den weißen Pinsel rum, wenn du gar kein Weiß zu nehmen hast? Doch. Wir verwenden auch Weiß. Das ist ein Stempelkissen. Die ist ganz weiß. Da habe ich letztens in Instagram gezeigt, dass die leer ankommt, wenn man die bestellt. Und ihr denkt zwar, was macht man mit dem leeren, wenn die da so kommt? Keine Sorge, die muss man selber füllen und es geht ganz leicht. Das haben die so verändert. Früher sind die voll schon angekommen und das gab dann eine Sauerei, weil das rinnt nämlich ziemlich schnell aus. Die weiße, die ist nämlich sehr hoch pigmentiert und die muss man deswegen auch gut gerade lagern, weil sonst hat man da auch einen großen Platsch. So, und hier, das ist. Redet und rede ich. Kann ich nichts dafür. Tut mir leid. Prägeform. Fantasievoll verwirbelt. Und der ist riesig. Seht ihr das, wie groß die ist? Die ist so groß,
Wie die Blätter von der Stanzmaschine selbst, von der großen Stanzmaschine. Und wie ihr seht, meine ist schon ziemlich weiß. Ich habe da ja schon losgelegt mit meiner Idee hier, aber ich brauche nicht das Ganze. Also ich werde hier jetzt auch nur dieses Eckle hier wieder schön anmalen. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Seite ich da tatsächlich verwendet habe. Also werde ich jetzt mal beide Seiten da mit weiß anmalen. Weil wir brauchen dieses Eckle. Und ich lege dieses hübsche Papier auch schon mal dorthin, wo ich es brauche. Und dann mache ich es zu. Und wer schlau ist, macht zuerst das Weiß zu, damit man dann nachher nicht mit dem Ärmel drinnen hängt. Und dann nehme ich wieder die Stanzmaschine, aber diesmal ohne weiße Platte Nummer 2. Das da kommt da dazwischen. Ein Tipp, die ich immer gebe und wahrscheinlich nicht zu so viel geben kann, ist, wenn man eine Prägeplatte durchlässt, lass immer die geschlossene Seite als erstes reingehen, weil sonst kann es sein, dass durch den Druck von der Maschine die Platte voneinander getrennt werden und die sind so gut wie nicht mehr reparierbar. Also da kann ich eine neue kaufen. Und es ist natürlich voll schade, wenn es eine ist, die nicht mehr zu kaufen ist. Weil dann hat man einen riesengroßen Pech. Also immer mit der geschlossenen Seite zuerst da rein. Und dann habe ich hier ein Stückchen Pfauengrün reingetan. Sie war ein bisschen zu groß, darum habe ich sie verbogen. Und die habe ich durch die Stanzmaschine gemacht. Und da kriegt sie denn so ein bisschen verwaschenen Look. Es kann tatsächlich noch mehr sein. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie mehr weiß drauf getan. Und schau her, das schaut voll cool aus mit so Wirbel. Aber ich möchte da wirklich nur das eine Stückchen haben, weil es so schön gerade ist hier. Hier ist es nämlich ganz toll gerade. Jetzt nehme ich einfach mal und gehe nochmal ganz sanft da so drüber. Damit man das doch noch ein bisschen besser sieht. Oder habe ich da die andere Seite verwendet? Manchmal weiß ich es nicht. So, weil das hier, das möchte ich eigentlich hier so als Wasser verwenden. Schau, das schaut doch hübsch aus. Als Wasser verwenden. Das ist ja voll cool. Und das möchte ich hier jetzt drankleben. Nehme ich meinen Tombow und ich muss da immer die Rotznase wegmachen, weil sie trocknet dann ein bisschen ein. Sie trocknet ein bisschen ein und dann hat sie Rotznäsler. Da so dran machen auf die Seite. Wir möchten ja so viel wie möglich von dem Blau. Hätte ich gerne noch da. Weil theoretisch ist es das gleiche als das Pfauengrün. So. Und das hier kommt dann da drüber. Ja, schön. Schön. Jawohl. Gefällt mir. Jetzt habe ich tatsächlich gestern schon versucht, dieses Video zu drehen. Da war dann leider mein Sohn krank zu Hause und die haben es nicht herbekommen, dass er mich in Ruhe lässt. Ich meine, er ist auch krank gewesen. Er kann ja nichts dafür. Jetzt habe ich hier für den Tombow habe ich hier einen ganz coolen Tombow-Ständer.
Der ist leider schon ein paar Mal, dass ich vergesse, den Tomat zuzumachen. Dann rinnt sie ein bisschen aus, bis sie eingetrocknet ist. Die läuft nicht leer, also da müssen wir keine Sorgen machen. Und das Tombotierle, die macht meine liebe Freundin mit ihrem Papa eigentlich, mit dem 3D-Drucker. Und das ist mein Alter. Jetzt muss ich euch alles zeigen. Jetzt stand ich kurz so. Jetzt kommt sie mir letztens, beim letzten Teamtreffen, kommt sie daher mit. Diese zwei. Und schau mal, wie die glänzen. Also, die sind so super. Sind die nicht cool? Also, das sind da. Ich glaube, er hat auch eine neue 3D-Drucker. Die sind ein bisschen glatter wie die letzte. Also, die Tombow-Tierle, die könnt ihr jetzt auch in glänzend bestellen. Für 12 Euro. Und die alte, die ganz normale, die sind 8 Euro. Die glänzen also nicht. Seht ihr den Unterschied? Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Der ist also matt und der ist Hochglanz. Ich werde weiterhin meine alte treue Tombow-Tier verwenden, natürlich. Aber wer gerne einen glänzenden hat, kann sich gerne melden. Jetzt habe ich da so lange gequatscht, dass das Kleb schon wieder eingetrocknet ist. Ich bin ja so herrlich schnell abgelenkt. Aber jetzt tun wir da das dazwischen. Und es muss wirklich nicht hoch sein. Es geht nur ums erste Stückchen. Das lege ich jetzt da so drauf. Ja, mega schön. Jetzt könnt ihr da natürlich auch noch ein bisschen Kleb hier dazwischen tun, damit man auch kein Loch hat. Ich werde keine Ente reinkleben, weil das ist eine Trauerkarte. Sonst hätte ich da noch was reinkleben. Heute nicht. Warte mal, bis der Kleb trocken ist. Da geht wieder brav sein Tombow-Tier rein, damit er für das nächste Mal wieder bereit ist für den Einsatz. Ich einfach die Rindle nach und schneide das restliche Pfauengrün weg. Ja, das gefällt mir ganz gut. Hinter schaut es natürlich ein bisschen komisch aus, aber das macht nichts. Also, was machen wir da jetzt für Grundfarbe? Das ist eine Frage, die habe ich noch nicht beantwortet. Soll ich sie auf ein Pfauengrün geben? Oder gehen wir doch lieber mit Weiß? Weißer Hintergrund. Oder machen wir da vielleicht Grau? Obwohl ich habe jetzt gar kein Grau drinnen, gell? Das ist ja eigentlich nicht so. Nicht so passend. Aber ich lege es einfach mal drauf. Es wäre aber auch schön. Hat schon auch was, nicht? Ich glaube, ich mache sie grau. Yeah. Jetzt war ich heute denn wieder ins Fitness. Ich bin immer froh, wenn die Kinder auch mal nicht krank sind oder keine Feiertagen haben, damit ich ganz wie sonst Sport machen kann. Warte mal. Jetzt tue ich sie da auf der schmalen Seite bei 10 oder halb Falzen. Und bei 14,85 cm schneiden. Und ich lege sie hier jetzt hier unten an. Warte mal, damit ihr das sehen könnt. Ich lege immer die Karte unten an. Weil wie ihr seht, wenn ihr sie jetzt zusammendruckt hätten, da wäre noch ein Mini-Rändler übrig. Und wenn man sie unten ganz brav beide Seiten hier dran druckt, da könnt ihr den mit dem Falzer ganz schön mittig, zack, die Karte. Ja, ich war jetzt Fitness und da ist meine Trainerin zu mir gekommen und die sagt, na, du bist aber wieder fleißig am Basteln. Sie folgt mir seit einem Monat oder zwei jetzt auf Instagram. Und
Also jetzt, ich könnte das nicht. Ich kann einfach nicht so lange still sitzen. Und sie kennt mich, oder? Ich habe ganz viel Energie und ich kann da nichts dafür. So bin ich einfach. Und ich kann auch ganz leise sein, wenn ich gar keinen Bock habe. Aber ich sage ja, wenn ich am Basteln bin, dann bringt das mir einfach eine gewisse Ruhe. Und das kann ich schlecht erklären. Wieso, warum, weshalb. Ist einfach so. Jetzt habe ich hier das herzliches Beileid genommen von Hexagone von Herzen. Es ist zwar ein wenig Richtung Comic Sans. Das Beileid, das ist vielleicht nicht so passend, habe ich gedacht, wo ich die Schrift gesehen habe. Aber ich finde, dass zu dieser Karte und auch zu diesem Stil von Produktreihe habe ich gedacht, ja, ist gar nicht so schlecht. Jetzt möchte ich da am liebsten, also natürlich möchte ich sie ausschnippeln, muss ich schon sagen, aber da man nicht immer alles ausschnippeln muss, Yves, lassen wir sie, glaube ich, jetzt einfach mal so. Und es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Was weiß ich auch nicht. Aber es fehlt noch was. Schaue ich da mal in meine Schnickischnacks. Bisschen von den grauen Steinchen vielleicht. Und. Es fehlt da was. Band? Kein Band. Was kann man denn machen? Ich werde das erhöhen. Das Ganze. Kennt ihr das aber? Dass an so einem Tag, wo einfach viel los war oder viele Gedanken hattest oder keine Ahnung, Geburtstage oder irgendetwas, wo du einfach viele Leute gesehen hast, viel gemacht hast, viel getan hast und dann kommst du nach Hause oder hast du alles aufgeräumt und dann, ja, ich gehe noch was basteln. Weil da sind die Hände dann so beschäftigt. Jetzt muss ich wieder kurz aufstehen, sonst kann ich es nicht sehen. Da muss ich natürlich mittig, oder? Dort, wo wir sie haben wollen. Der da schneide ich jetzt ab auf 10,5. Genau breit für die Karte. Ja, da geht man noch was basteln und dann ist man wieder ganz in seiner Mitte. So geht es mir. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich hier drunter noch ein Rändler Pfauengrün habe, weil ich habe es natürlich bündig abgeschnitten, aber da war kein Kleb. Also da muss ich noch ein bisschen Kleb drunter machen. Du. Herzliches Beileid. Ich liebe Trauerkarte, die, obwohl sie traurig sind, zu einem traurigen Anlass doch noch etwas Schönes haben, noch ein Tupferle Farbe oder ein etwas, ja, Schönes, Ruhiges, Natur. Jetzt werde ich da diese Steine, obwohl es noch nicht ganz passt, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas fehlt noch. Ich hätte da gerne ein paar von den Libellen Schnickischnackis gehabt. Weißt ihr noch, welche ich meine? Ich glaube, es gibt jetzt solche goldene Schmetterlinge. Aber ein wenig Libellen wären da noch gut. Steine hätte ich auch noch. Kennt ihr die noch? Die Kieselsteine. Wäre nicht ganz passend. Ich behalte meistens mein Schnickschnacki auf. Schnickschnacki meine ich jetzt so Steinchen und alles, was bling bling macht. Weil es ist ganz oft so, dass genau zu dem Projekt, was du machst, hat vielleicht Stampin' Up! Nicht genau das Richtige.
weil sie doch immer wieder das Sortiment wechseln und ganz toll immer wieder was Neues rausbringen. Aber ja, ich glaube, ich habe hier noch solche Matt-Metallic-Akzente. Mir gefällt es jetzt besser als das Schwarze. Ich glaube, ich nehme hier so Bronze. Bronze. Oder Kupfer. Ist gleich, gell? Ja, nee, ich gehe mit dieser. Die gefallen mir besser. Da werde ich noch ein kleines Farbtupferl setzen. Den großen auch noch. Und dann nehme ich einen kleinen. Eine mache ich hier oben. Also die sind, glaube ich, nicht mehr aktuell. Das sind die selbstklebenden runden Akzente im Matt Metallic. Aber für meine fleißige Bastlerinnen, die schon länger dabei sind, vielleicht habt ihr auch noch welche zu Hause. Ich glaube, so gefällt sie mir ganz gut. Und so hätte ich sie gerne schicken. Lasst mir wissen in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Das ist mal wieder ganz was anderes als die andere bunte Karte, die ich mit diesem Set schon gemacht habe. Ich muss das kurz schauen, dass es gut im Video, im Bild passt. Ganz was anderes, aber trotzdem auch mit dem gleichen Designerpapier und mit den gleichen Formen. So vielseitig kann so eine Produktreihe sein. Wenn ihr wissen wollt, was die Lieblingsproduktreihe von meiner anderen Demo-Freundin sind, dann schau bitte gerne unter diesem Video. Da habe ich die Teilnehmerinnen verlinkt. Wenn ihr Interesse habt, in was das genau das Kartebuffet to go von mir denn ist, dann könnt ihr gerne mein YouTube-Profil schauen. Bei letzten Samstag, da habe ich ja das Kartenbuffet to go Juni gepostet. Ich werde diese wahrscheinlich noch aufteilen in vier kürzeren Videos, aber ob mir das gelingt, ist, da bin ich immer noch nicht so ganz sicher. Es ist natürlich technisch alles immer wieder eine Herausforderung. Aber ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob ihr mir sagen könnt, ob ihr dieses Set, diese Produktreihe gekauft hättet. Ob ihr es jetzt kaufen möchten, ob ihr noch welche Ideen habt oder so. Und freue mich auf euren Kommentaren. Ein ganz schöner Tag und bis das nächste Mal.